Aber so, jetzt auch schon mal gefällt mir das schon mal gut. So, hier, du da weg. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Naja, gut. So. Kupferplatte und Stahl müssen jetzt hier oben noch ankommen. Okay, gut. Das krieg mal hin. Also hier oben läuft ein Gemisch. Hier unten läuft ein Band lang. So. Hier sind die. Bob, bob, bob. Sag schon. Da kommt. Hier machen wir erstmal Solarpanels. Das könnte ja so schon mal funktionieren, wie wir das jetzt hier haben. Das finde ich ja schon mal nicht schlecht. So, das hier müssen wir umdrehen. Theater. Sonst funktioniert das nicht. Und hier hinten brauchen wir zwei blaue. Für Kompression. Na, da. Und dann geht es wieder auf ein rotes, weil reicht ja. Okay, wie gesagt, die sind relativ langsam. Das heißt, theoretisch müsste sie sogar. Obwohl. Ach komm, wir machen blaue. Das ist ja hier nicht wie bei armen Leute. Blau, bla bla blau. Ach, der Bottleneck-Mod hat sogar das, hat den Punkt versetzt. Der war früher mal in der Mitte. Das finde ich gut, weil da gab es bei manchen Maschinen Probleme, wenn der Punkt, unten war. Also genau in der Mitte, weil da meistens der Anschluss für ein Rohr ist oder so. Und dann hat er das verdeckt. Okay, so. Sag mal, hier läuft jetzt noch so ein Ding lang. Das ist Kupferplatte. Wurde aufgeteilt. Ja, der Eingang. Ja, macht ja nichts. Wurde aufgeteilt. Wir bräuchten eigentlich so ein Ding hier, ne? Wart auf. So eins. Das geht jetzt hier natürlich nicht. Nee, machen wir mal hier. Der wurscht. So, sieht das aus. So, da kommt rein. Und hier kommt Stahl rein. So, Stahl. Kommt von hier oben, bin ich mir schon relativ sicher. Eisen brauchen wir hier auch noch auf dem ganzen Gerät. Eisen läuft dann hier innen lang, müssen wir mal gucken. Soll das hier Eisen sein dann am Ende? Das wird interessant. Das werden wir wahrscheinlich umschaffeln müssen, dass das hier hinten lang läuft. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir brauchen auf jeden Fall, das hier oben wird jetzt Kupfer. Und wir brauchen drei Kupfer Stränge auf der linken Seite. Wir müssen den aber mergen. Wir müssen den ja balancen. Ach, das ist alles doof. Ah, ja, wir versuchen mal alle drei Kupferdinger hier rüber zu kriegen. Mal gucken. So, das kann ja bis hier hin, ne? Sag mal hier hin. Da geht's rein. So, ganz hinten. Das wird interessant. Aber wo zähle ich meistens? So, Tunnel. Geht bis hier hin. Der Tunnel geht auch bis hier hin. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man den denn darüber? Oder den? Könnten die hier durchlegen? Not really. Obwohl, einen kriegt man hier durch. Den anderen aber nicht. Das heißt, der andere muss sich was anderes einfallen lassen. Der läuft einfach mal hier lang. Uff. So läuft er nämlich. Kommt das hier weg? Das verschiebt mal einfach ein Stück. So, hier kommt er raus. Das hier kommt nochmal weg. So, jetzt hoch. Ins rüber. Und hinter. Der geht hier rein. Und der geht da rein. Da sind wir schon mal drei. Die alle nach da hinten wollen.
So. Eins, zwei, drei. Das ist gut. Genau, okay. Hier kommt der letzte Untergrund. Okay, der hier muss jetzt hier drüben lang. Aber das macht ja nichts, ne? Der kann ja hier lang. Dann ja, darunter. Bup, bup, bup. Jetzt noch weiter runter. Und hier rüber, genau. Natürlich. Natürlich. Ach ne, so ein Unsinn. Hier rein, genau. So, was auch immer hier rauskommt, wir wissen es noch nicht. Macht aber nichts. Wahrscheinlich Eisen und das muss dann irgendwie auch hier runter. Es wurde alles lustig. So, hier kommt noch einer. Der wackelt hier hoch, geht hier rüber und kommt hier mit hin. Hier kommt jetzt der Balancer hin. Er hat gerade so Platz. Gut. Traumhaft. Dann kann hier wieder die Tunnel-Action hin. Sehr gut. Und dann haben wir hier unser 4x Kupfer. Das schließen wir jetzt schon mal an. Dann ist das nämlich erledigt. Wir brauchen ein Kupfer, was hier lang läuft. Ne? Das ist ja schon mal klar. Wir brauchen ein zweites Kupfer, was hier reinläuft. Und ein drittes Kupfer, was ganz hier unten das Ding befeuert. Dieses hier. Sehr schön. Das ist ja erstmal gut. So, das hier machen wir anders. Habe ich gerade festgelegt. Okay. So, ein Traum. Forschung ist fertig. T. Das war die Forschungsgeschwindigkeit, die wir jetzt gerade gemacht hatten. Wir haben noch zur Auswahl Raketenfeuerrate. Das wäre ja. Ich mache hier weiter bei Bergbauproduktivität. 2% mit jeder Stufe noch. Okay, so. Was ist das? Wenn wir jetzt sagen, das hier ist Stahl, ne? Wir sagen mal, das ist Stahl. So, das kommt jetzt hier rüber. Von hier oben kommt dann irgendwo das Eisen runter. Ja, hier 1, 2, 3, 4. Das ist alles lustig, was ich hier baue. Alles nur für diesen komischen Satelliten, ne? So. Hier kommen die runter. Pass auf. Hier kommt das Eisen. Das wurde ja auch wieder interessant. Weil das hier gerade so wieder nicht geht. Also schon. Das muss hier ins Hoch. Das Ganze muss ins Hoch. So. Und der hier auch. Könnte man noch anders lösen. Warte mal, das lösen wir anders. Damit es nicht so viel Platz wegnimmt. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Und hier geht's runter. Das ist ja kein Problem soweit. Jetzt haben wir hier halt mit dem untersten das Problem. Ne, der geht bis hier hin, kann dann aber nicht runter. Und der wackelt bis hier rüber. Wackelt hier hoch. Hier rüber. Dahin. Und wackelt dann hier runter. Das ist eine tolle Technik. So. Ich habe keine Tunnel mehr. Aber das wird gut. Das wird gut. Das sieht gar nicht schlecht aus. Langfahrttechnik nenne ich das dann. So, ja, jetzt. Wir brauchen Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Brauchen das. Ja, der Rest müsste eigentlich noch gehen. Okay, wunderbar. Gleich wieder zurück. Brauchen eine Kiste. Ja, haben wir. Okay. Für den Sprit.
damit die Züge ihr Sprit kriegen können. Mal kurz mal anhalten. Sonst hätte es jetzt hier ein blaues Auge gegeben. So, wo waren wir? Hier, bei der lustigen Sache. So, das geht hier lang. Okay, wir brauchen zwei Eisenstränge hier. Da unten müssen die hin. Wir könnten die auch hier nach da hinten legen, dann darunter. Das wird einfacher. Pass auf, das machen wir. Zwei Eisenstränge hier lang. Könnte eigentlich auch einer machen, so wie das aussieht. Aber mal gucken. Vielleicht wertet man das da unten dann einfach auch auf rot auf. Das muss ja nicht mehr gelb sein, glaube ich. So. Lala. Ja, das ist jetzt hier wunderschön. Alles wunderschön. Ich gucke mir das erst an, ob ich das aufwerten muss. Wenn nicht, dann nicht, ne? Ja, wenn da zwei ganze. Ja, das bräuchte man theoretisch nicht aufzuwerten. Soweit ich das jetzt hier sehe. So, warte mal. So, wir brauchen am Ende. Hier hinten. Vielleicht nicht ganz so weit am Ende. Mal gucken. Hier, so. Und der geht hier rein. Da rein. So. Da ist so ein Doppelding. So ein Doppelding ist da. Was hoch und runter geht. So, genau. Jupp. Und das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal hier lang. So. Genau. Hier brauchen wir einen Tunnel. Hopp. Nicht so. Wenn dann schon so, genau. Dass man das jetzt alles überschreiben kann, so einfach. Hast du schon? Hat natürlich auch die Gefahr, dass du hier dir irgendwas zerstörst damit. Aber so jetzt auch schon mal gefällt mir das schon mal gut. So, hier, du da weg. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Naja, gut. So. Stahl, Kupfer, Eisen. So, dann haben die hier Stahl, Kupfer und Eisen. Keine Ahnung, ob die hier auch blaue brauchen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, ach, komm. Wir haben sie jetzt immer da, hier blau. Das sollte ja gut gehen. Von den Außen braucht man nicht so viel wie von den Innen. Da fehlt jetzt doch Strom noch. Strom ist ein Problem hier. Genau. Büb, büb. Mein Lieblingsgeräusch. So, wunderbar. Die müssen noch ausladen können. Dafür brauchen wir rote. Das sieht ein bisschen eng aus mit roten. Gucken, ob das reicht. Ja, büb, büb. Mach doch nicht büb, büb. Büb, büb möchten wir nicht. So, sehr gut. Da auch wieder ein rotes Band, was den Schiss abholt. Das läuft hier dann irgendwo zusammen. Dasselbe hier nochmal. Und das auch durch alles durchläuft. So, alles durch. So, und runter und zusammen. Und rüber. Da kommen dann die fertigen raus. Sehr gut. Da haben wir unsere Solarproduktion fertig. Theoretisch können wir die jetzt anschließen und die würde schon laufen, wenn ich keine Fehler gemacht habe. So, der Stahl ist hier noch nicht gebalanced. Das heißt, ach so, brauche ich nicht wegzumachen. Stimmt. Das überschreiben die ja. Ja, überschreibe das. Hallo? Nope, they don't. Mist. Ich dachte, die überschreiben. So, jetzt aber. Okay, Stahl ist gebalanced. Eisen ist gebalanced. Und Kupfer ist gebalanced. Wunderbar. Eine Kupferleitung haben wir noch.
Die muss nach hier unten. Eine Kupferleitung hier nach hier unten. Und Eisen muss da auch runter. Okay, wie kriegt man denn jetzt Eisen da runter? Hinten das hier lang ziehen. Wir könnten auch nach da hinten noch mit dem Eisen. Wofür brauchen wir denn das Eisen jetzt noch? Warte mal. Lass mal nachgucken. Bevor ich mich jetzt hier verraspel. Prozessor lass mal einfach anliefern. Das ist ja egal. Raketentreibstoff lass mal anliefern. Ist auch kein Problem. Bauteil mit geringer Dichte lass mal anliefern. Ist kein Problem. Wir brauchen also bloß noch den. Ah, das Radar auch noch. Ja, okay, das Radar kriegt auch nochmal eine Direkteinspritzung irgendwie. Ja, verdammt. Wie viel Radar brauchst denn du für einen Satelliten? Fünfer. Naja, gut, das geht. Die sind ja relativ günstig und schnell produziert. Das zwicke ich einfach irgendwo ab. Muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Okay, wir machen jetzt hier unten Akkumulatoren. Das geht gar nicht so einfach. Stelle ich gerade fest. Weil wir müssen erstmal Batterien bauen. So, warte mal, wie viele haben wir denn jetzt hier gemacht? Wir haben 18. Nee, 16 davon. 16, das heißt, wir brauchen nur 16 Akkumulatoren. Die werden genauso lang, brauchen genauso lange zum Herstellen. Die brauchen 5 Batterien. Holy moly, 5 Batterien, okay. Wie schnell ist eine Batterie gebaut? 5 Sekunden. Gut. Achso, teuer. 5 Sekunden. Das heißt, 2 für 1 oder so. So zu 1. Okay, in jedem Falle brauchen wir erstmal Chemiefabriken. Viele kann ich machen. Gar nicht viele. Gut. Ist denn sofort an irgendwelchen Zeug gescheitert? Das geht so natürlich nicht. Da müssen wir erstmal holen. Die Akkus werden dann doch ein bisschen aufwendiger. Ist nicht so schön. Weil das Verhältnis irgendwie doof ist. Doof. Warte mal, warte mal, warte mal. Was hat denn jetzt gefehlt? Elektronische Schaltkreise höchstwahrscheinlich. Das sieht schon mal gut aus. Dann brauchen wir Zahnrad. Zahnrad haben wir auch keins. Sehr gut. Zahnrad haben wir. Dann nochmal Rohr. Oh. Rohr. Hallo? Ach, hier hinten. Hier hinten ist Rohr. Okay, und dann noch Stahl. Stahl. Haben wir auch keinen mehr. Das ist ja ein Traum. Wie man von allem nichts hat. Ach hier, ich fahre einfach mit. Schön, schön. Nee, so machen wir das nicht. Da sammle ich jede Menge anderen Müll mit ein. Hier zum Beispiel 19 von den Motoren, die keiner will. Genau, nehmt die mir mal weg. Okay, wie viele kann ich bauen? Nicht viele, weil dann sofort die Rohre am Ende sind. Also, Rohr. Ja, zu damit. So. Ja, das muss reichen an Dingern. So, was braucht eine Batterie? Die sind nicht teuer, aber die brauchen bloß Zeit, so wie ich das jetzt gesehen habe. Kann ich hier rüber? Ja. Okay. Batterie? Ja, 1 und 1, das ist nicht schlimm. Okay. Aber wie macht man das am besten? Außen lang legen? Außen lang legen? Wahrscheinlich, ne? Hier haben wir schon mal welche von den Fabriken. Sagen wir mal so. Machen wir das, ne?
So, 6. So, hier in der Mitte kommt dann das Ding lang. Genau. Und weiter, wie? Das wird auch interessant. Der Bahnhof dann wahrscheinlich hier und hier wieder drauf oder so. Für die Schwefelsäure wird der Bahnhof hier werden. Okay, hier haben wir Batterien. So. Batterie. Brauchen und noch ein Eisending. Ein Eisending brauchen wir auch noch. Okay. Das holen wir uns mal. Ich denke, ein Eisenteil wird uns auch reichen. Wir können ja bis hierhin damit. So, dann hier runter. So, traumhaft. Noch weiter runter. Jetzt wird's kompliziert hier. Das hier muss ich später anfangen. Sehe ich schon. Das hier muss weg. Okay. Ja, der kann hier eigentlich hier lang. So, hier runter. Da und da machen wir. So, Eisen, Eisen. Geht das hier hoch? Hier lang. Okay, das ist der. So. Dann gehen die Dinger hier los. Und hier unten. So kann man die aber nicht bauen, oder? Doch, kann man. Das ist kein Problem. Das kann man sehr wohl. Okay, wie viele bauen wir denn jetzt nochmal davon? Doppelt so viele, wie man dann am Ende solche haben, ne? Doppelt so viele wie die hier. Das sind schon 8 pro Seite. Das hier sind jetzt 8. Okay. Warte mal, hier ist was falsch. Da ist was falsch. Hier können wir doch mal langsam mit Greifarme hin. Das ist alles kein Problem. Langsame Greifarme. Hier auch. Bup, bup, das ist super. Ich werde wahrscheinlich 2 Reihen davon machen. Habe ich so die Überlegung gerade. Weiß noch nicht, wie ich das mit denen hier mache. Aber das machen wir gleich. So, hier dasselbe. Ah. Man sieht den Greifarm kaum noch. Ich glaube, deswegen habe ich die immer falsch gesetzt. Passt das jetzt? Ja, das passt. Okay. Hier kommen die fertigen Batterien raus. So, jetzt wollen wir das Ganze hier natürlich hier unten auch nochmal haben. Erste Mal, aber brauchen wir hier den. Und der kommt hier lang. Das ist ja klar. So, der auch bis hierhin. So. So. Nochmal Eisen und Dingsbums für die 2. Reihe. Ja. Wie viel Platz habe ich denn noch? Geht, okay, alles gut. Wir brauchen Rohr, Rohr. Ich habe ein paar mit, okay, das ist in Ordnung. Hier ist nämlich das Rohr, wo die ihr Zeug von kriegen. Das heißt, die neue Linie muss hier lang laufen. Na, sag mal hier. Da ist sie. Neue Linie. Das heißt, die kann, der kann hier rüber. Rum. Das sollte klappen. Okay. Da drauf. Okay. Hier und da. Soweit, so gut.
Eieieiei. Das wird eine Technik hier. Das wird eine Technik. So, der kommt hier hin, der dahin. Einen freilassen. Dasselbe wie oben. Alles kein Problem. So, drei Felder freilassen. Ich hoffe, das sind drei Felder. Das sieht gut aus. Das sind drei Felder. Warum nehme ich keine Roboter? Ich weiß es nicht. Aber das macht nichts. Wir nehmen gleich Roboter. Ich mache jetzt hier den ersten Strang fertig und den kopieren wir dann. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich jetzt hier keine Roboter genommen habe. So, hier müsst ihr hin. Da lang. Gerades Rohr. Wo bist du? Ganze 8 Stück noch. Hier lang. Gut. Okay. Da oben fehlt das Rohr noch. Da müssen wir doch noch welche machen. Einfach nur, damit der Blueprint schon mal stimmt. Mehr ist das jetzt ja gar nicht. Hier ist das Rohr. So, wir brauchen Input. Output haben wir schon. Input. Input, Input. Input, Input. Und hier brauchen wir auch noch einen Output. Aber wir haben es gleich. Jeden Moment. Was machen die? Batterie machen die. Kann hier überall rein. Hat noch keinen Strom. Ich weiß. Und es fährt mich durch die Gegend. Nein, hör auf, mich durch die Gegend zu fahren. So. Effizienzmodule. Können wir einfach so reinklatschen. Hahaha, wunderbar. So, fertig, erledigt. Okay, das können wir jetzt kopieren. Ach, wenn ich wieder mal die richtigen Tasten drücken würde. Und nochmal von hier ab bis hier brauchen wir das. Da ist da was im Weg, was nicht dahin gehört, nämlich das hier. Das kann weg. Das hier kann auch weg, okay. Ansonsten sieht's gut aus. Hopp.